zumindest unwahrscheinlich. Watt darf endlich eine Werkstatt mit einem Laden für Messinstrumente eröffnen. Dafür geht er ein enormes Risiko ein, verschuldet sich hoch. Jetzt darf nichts schiefgehen. Das weiß auch Margaret, die alles tut, um ihrem Mann bei seiner Arbeit zur Seite zu stehen. Sie half und arbeitete im Laden mit, um ihren Mann zu unterstützen. Watt war kein besonders guter Geschäftsmann. Es gab nie viel Geld. Deswegen war Margarets Hilfe wichtig. Uns zeigt es vor allem, was für ein Mensch sie war. Sie verlor nie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Nach der Arbeit verbringt Watt die Nächte häufig in der Bibliothek der Universität. Inzwischen ist es 1765. 2 Jahre forscht Watt schon an der rätselhaften Kraft des Dampfes. Hat sogar Französisch und Deutsch gelernt, um Standardwerke im Original lesen zu können. Margaret wartet zu Hause oft vergeblich, wenn er vor Erschöpfung eingeschlafen ist. Watt hat sämtliche Abläufe im Innern der Maschine am Modell genau studiert. Jetzt glaubt er endlich erkannt zu haben, warum die Maschine so langsam läuft. Der heiße Dampf wird im Zylinder abgekühlt. Dabei, das hat Watt herausgefunden, geht jede Menge Wärmeenergie verloren. Zurück in der Werkstatt entwirft Watt einen speziellen Kondensator, der außerhalb des Zylinders sitzt. Wenn es funktioniert, könnte die Dampfmaschine schneller laufen. Das wäre der lang ersehnte Durchbruch. Bisher wird Dampf im Zylinder mit kaltem Wasser langsam kondensiert, also verflüssigt. Das entstehende Vakuum zieht den Kolben nach unten. Die alte Maschine schafft so 6 bis 8 Arbeitsschübe pro Minute. Watt verlagert die Kondensation aus dem Zylinder in ein separates, permanent gekühltes Gefäß. Der Dampf kondensiert schneller, der Zylinder bleibt permanent heiß. Watts Maschine läuft jetzt doppelt so schnell. Was vor 250 Jahren in Watts Werkstatt begann, beschäftigt noch immer Ingenieure weltweit. Die Suche nach der perfekten Dampfmaschine. Heute sind es Turbinen, die die Dampfkraft nutzen, um sie zumeist in elektrische Energie umzuwandeln. In der Halle eines deutschen Turbinenwerks stehen Ingenieure und Montagespezialisten unter Hochspannung. Es ist ein entscheidender Moment. Die gigantische Turbine wird in ihr Gehäuse eingepasst. Die kleinste Abweichung könnte jetzt die Arbeit von Monaten gefährden. Ein letzter Sicherungsbolzen wird entfernt. Dann liegt der Rotor mit seinen 320 Tonnen frei im Gehäuse. Gleich wird der Drehtest zeigen, ob alle Teile passgenau montiert wurden. Langsam setzt sich das riesige Schaufelrad in Bewegung. Alles deutet auf einen guten Verlauf hin. Einer Auslieferung scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Wie einst James Watt sind Ingenieure noch immer auf der Jagd nach der effizientesten Umwandlung von Wärmeenergie in Bewegung. Heute werden 80% der Elektrizität mit Dampfturbinen gewonnen. Mit fossilen Brennstoffen oder im Atomreaktor. Den Rest liefern Wasserkraft, Wind und Photovoltaik. Speziallegierungen werden erforscht, sogar Kobalt und Nickel verwendet. Für eine Turbinenwelle ist nur das Beste gut genug. Immer wieder wird das glühende Metall geschmiedet, um den Rohling zu veredeln. 3 Wochen dauert der langwierige Prozess. Das 100 Tonnen Schwergewicht wird zum Herzstück der größten Turbine der Welt. 15 Meter lang, aufrecht stehend, hoch wie ein 5-stöckiges Gebäude. Die Welle ist ein Unikat. Meisterwerk der Stahlverarbeitung, geschaffen, härtesten Belastungen standzuhalten. Eine Technik, von der man zu Watts Zeiten nicht einmal träumen konnte. Thank you.
Für Watt wird es knapp. Inzwischen weiß er, dass ihm Konkurrenz Wheaton dicht auf den Fersen ist. In ganz Schottland sucht Watt nach einer Schmiede, die in der Lage ist, nach seinen Plänen große Maschinenteile zu fertigen. Und er braucht dringend Geld. Sonst kann er nicht das wichtige Patent beantragen. Die Lage scheint aussichtslos. Watt findet keinen Schmied, der Eisenteile von ausreichender Größe und Präzision herstellen kann. Wenn er keine besseren Handwerker findet, wird ihm sein Konkurrent zuvorkommen. Zuerst hatte Watt das Problem, aus dem kleinen Modell überhaupt eine große Maschine zu entwickeln. Er arbeitete an einer Dampfmaschine, die größer war als alles, was bisher gebaut wurde. Und damit stieß er an die Grenzen der Technologie seiner Zeit. In der Nähe von Birmingham. Dort steht noch heute ein historischer Hochofen, ähnlich wie zu Watts Zeiten. Ein Versuch soll zeigen, inwieweit die Eisenverarbeitung damals Watts Bedarf erfüllen konnte. Denn was half es ihm, wenn er auf dem Papier etwas erfand, was zu seiner Zeit niemand bauen konnte? Wie vor 200 Jahren wird das immer noch fast 1000 Grad heiße flüssige Eisen per Hand in spezielle Sandformen gegossen. Mit den primitiven Mitteln des späten 18. Jahrhunderts gelingen auch heute Schmelze und Guss. Dann heißt es für die Gießer, 2 Stunden warten. Erst wenn die Formen abgekühlt sind, tritt die Qualität des Gusses zutage. Die Eisenstücke sind einwandfrei. Doch es sind nur kleine Teile von geringer Präzision, die man damals gießen konnte. Sollte etwas Großes konstruiert werden, musste es aus zahllosen Kleinteilen zusammengesetzt werden. Wie die Iron Bridge bei Birmingham, ein Meisterwerk aus dem Jahr 1779. Das kleingliedrige Bauwerk zeigt die Möglichkeiten der Zeit vor über 200 Jahren, aber auch die Grenzen. Will Watt sein Ziel erreichen, muss er diese Grenzen überwinden. Doch er kommt nicht weiter. Und dann taucht auch noch ein finsterer Besucher in seinem Laden auf. Watt ahnt nichts Gutes. Er hatte sich viel Geld geliehen, um sein Geschäft aufzubauen. Kürzlich ist unerwartet sein stiller Teilhaber gestorben. Jetzt stürzen sich die Gläubiger auf ihn, fordern sofortige Rückzahlung. 760 Pfund. Ein unfassbarer Schuldenberg für ihn, den Handwerker, der gerade 1 bis 2 Pfund pro Woche verdient. Nur ein Wunder kann ihn noch retten. Oder eine gute Idee. Es ist die